Polizistenhass stoppen, Rechtsstaat schützen. Linksextremisten werfen in Leipzig-Konnewitz, einem linksautonomen Viertel, Flaschen, Steine, Feuerwerkskörper auf Polizisten. Sie reißen ihnen die Helme vom Kopf, treten auf sie ein. Ein Polizist muss notoperiert werden, zwei andere erleiden nicht unerhebliche Verletzungen. 20 weitere Beamte werden verletzt. Man mag einmal überlegen, wie die Reaktion bei rechten statt linken Gewaltorgien gewesen wäre. Nicht vorstellbar, dass Politiker da auch nach Entschuldigungen suchten, wie die sächsische Landtagsabgeordnete der Linken, Juliane Nagel. Sie wirft der Polizei vor, provoziert zu haben, spricht von ekelhafter Polizeigewalt und Cops raus aus Konnewitz. Die innenpolitische Sprecherin der Linken im Bundestag, Ulla Jelpke, gibt der Polizei Mitschuld, spricht von einer regelrechten Belagerung eines ganzen Stadtteils. Und Saskia Esken, auch sie fragt sich, ob die Einsatztaktik angemessen war. Der Schulterschluss von Linken zu Linksextremen ist nicht neu. Der Bundespräsident unterstützt eine gewaltverherrlichende Punkband mit dem Hinweis, er werde weiter für unsere Grundwerte streiten. Textzitat: Die Bullenhelme sollen fliegen, eure Knüppel kriegt ihr in die Fresse rein. Das war die Band. Linksradikale Parolen und demokratische Grundwerte für das Staatsoberhaupt offenbar ein und dasselbe. Wohl auch für Saskia Esken, die den Rückzug des Oma ist eine Umweltsau-Videos kritisiert, bei dem linksradikale Medienmacher politischen Kindesmissbrauch betrieben. Sie beunruhige, wenn Journalisten, medienschaffende Künstler keine Rückendeckung hätten. Unter dem Deckmantel von Satire soll es für linke Agitation keine Grenzen geben. Etwa auch bei dem vom NDR produzierten Video, wo ein Chor singt: Fick die Cops, sie sind Bullenschweine. Dies zeigt, Hass auf Polizisten stellt kein gesellschaftliches Randphänomen dar. Wer Polizisten als Teil der Exekutive und damit Verteidiger des Rechtsstaats respektlos gegenübersteht, hat vor allem auch keinen Respekt vor dem Rechtsstaat selbst. In unserem Staat gehen dramatisch die Maßstäbe verloren. Die Grenzen von Staat, Politik, linker Szene und Medien verschwimmen immer mehr. Es ist nicht Aufgabe des Staates, Ziele in angeblich hehre und verwerfliche zu sondern. Vielmehr hat er das Recht durchzusetzen und politischen Diskurs zu ermöglichen. Regeln müssen für alle gleichermaßen gelten. Stattdessen können mittlerweile auch Mitglieder linksextremer Punkbands ohne weiteres Justizminister werden. Sachsens grüne Justizministerin Katja Mayer etwa spielt in einer Band zu Liedtexten wie Advent, Advent, ein Bulle brennt. Rücktritt? Fehlanzeige. Im linksextremen Internetportal Indymedia, dessen Verbot die AfD schon seit langem fordert, wird offen zu Gewalt und Bürgerkrieg aufgerufen. Bewaffnet euch mit Schusswaffen, scharfer Munition und Sprengstoff, uns steht ein Krieg bevor. Ja, er hat bereits begonnen. Empörung? Aufschrei? Reaktion? Null. Die Sprache dieser Autonomen, so die hochtönende Selbstbezeichnung linker Schwerverbrecher, gemahnt an die RAF, wenn sie den Staat als Repressionsorgan bekämpfen. Kurz zuvor haben im selben Portal Linksextremisten ein Bekennerschreiben veröffentlicht, nachdem sie das Auto des Kolumnisten Schupelius abgefackelt hatten. Sein Vergehen? Er habe den Klimawandel geleugnet. Gewaltorientierte linke Gruppen wie die Interventionistische Linke setzen vermehrt auf ein Einsickern in Umweltschutzbewegungen, unterwandern etwa Fridays for Future. Man erinnert sich an den Hambacher Forst, an Extinction Rebellion. Linke dürfen nach Belieben Recht und Gesetz ignorieren, Demos blockieren, Häuser besetzen. Was bei anderen Rechtsbruch ist, wird in den Glorienschein zivilen Ungehorsams von Aktivisten gehüllt. Ob Ende Gelände, Greenpeace, Hausbesetzer oder G8-Proteste, wenn die Gesinnung stimmt, gibt es mildernde Umstände, wenn man im verständlichen linken Eifer etwas über das Ziel hinausschießt. Woher kommt all diese dramatische Linksverschiebung der Toleranz gegenüber schweren Straftaten? Sie ist eingebettet in ein viel breiteres Phänomen. Auch im verbalen Raum gelten unter der Merkel-Regierung längst besondere Regeln. Angefangen von den Sperr- und Löschorgien auf Netzplattformen im Rahmen des Marschschen Zensurgesetzes bis hin zum Fast-Ausschluss der größten Oppositionspartei aus den Polit-Talkshows der öffentlich-rechtlichen Medien. Wenn man glaubt, eine meinungspolitische Monopolstellung erreicht zu haben, wird das Gebot der Objektivität offenbar nur noch zum lästigen Ärgernis. Und im Bundestag?
werden mal eben die Debattenzeiten gekürzt. Die AfD ist mit ihren Beiträgen draußen zu erfolgreich. Rechtsstaat und linke Ideologie werden in Merkel-Deutschland nicht auseinandergehalten, sondern zunehmend identisch. Kritik an der Regierung soll mit Kritik an der Demokratie gleichgesetzt werden. Das Deliktfeld Hass ebnet den Weg zur Definition von Gesinnungsverbrechen. Wenn staatsnahe Medien wie die Zeit fordern, Onkel Willi zu Weihnachten wegen rechter Gesinnung auszuladen, soll der Keil in die Familien hineingetragen werden. Die Oma als Umweltsau verfolgt dasselbe Ziel. Immer öfter werden die lediglich den Rahmen des Diskurses setzen sollen, selbst Partei. Öffentlich-rechtliche Nachrichtenmoderatoren, die bestenfalls Schiedsrichter sein sollten, entsprechend dem Neutralitätsgebot des Rundfunkstaatsvertrags, verstehen sich selbst als Aktivisten. Auch politischen Parteien steht es nicht gut an, die soziale und wirtschaftliche Abstrafung und Ausgrenzung ihrer Gegner mit kaum verhohlener Genugtuung als Wehrhaftigkeit der Zivilgesellschaft zu verklären. Sie ist etwas ganz anderes. Der Vorlauf in die staatlich gedeckte Meinungsunterdrückung, der offene Marsch in den gesellschaftlich kontrollierten Gesinnungsterror. Höchste Zeit für eine Rückkehr zur Rechtsstaatlichkeit. Höchste Zeit für die AfD.